Hallo Menschen, heute kommt der zweite Tag im selben Outfit, zu dem ich von Oh Why So Sad eingeladen wurde, nämlich der Märchenwald-Tag. Vielen Dank nochmal fürs Einladen. Und ich glaube, ich finde auch noch heraus, wer sich den Tag ausgedacht hat. Das ist nämlich noch gar nicht so lange her. Und die erste Frage lautet: Der Froschkönig. Es war ein Buch, das vermochte zunächst nicht zu überzeugen, jedoch dem Leser dann doch erfreute, es zur Hand genommen zu haben. Ich bin mir nicht sicher, ob das korrektes Deutsch war, ist aber auch egal. Ich möchte euch zeigen Ancillary Sword von Anne Leckie. Es ist jetzt nicht so schlimm, dass ich dachte, oh mein Gott, was ist das für ein schlechtes Buch, aber es ist der zweite Teil einer Trilogie und für mich sackte es doch ein Stück ab. Und ich dachte mir erst so, ui, was ist jetzt los mit der Reihe, finde ich die gut oder nicht, weil den ersten Teil mochte ich so sehr. Inzwischen habe ich den dritten gelesen und insofern kann ich sagen, ja, der zweite Teil macht schon sein Ding, es bereitet den dritten vor, aber es ist halt für sich allein genommen nicht ganz so gut meiner Meinung nach und deswegen die Antwort für diese Frage. Zweitens, Dornröschen. Es war ein Buch, welches versetzte den Leser in hundertjährigen Schlaf. Ich kann nicht anders, als bei dieser Frage schon wieder Moby Dick zu nennen. Ich habe mich so durch dieses Buch gequält. Ich habe es immer wieder in die Hand genommen und konnte nicht lange lesen, war gelangweilt. Es hat mich nicht mitgerissen und es war auch wortwörtlich, wenn ich abends ins Bett gegangen bin und sonst lese ich manchmal eine halbe bis auch zu 2 Stunden, habe ich Moby Dick nach 10 Minuten weggelegt und geschlafen. Also es hat mich wortwörtlich in Schlaf versetzt. Als drittes dann die Schneekönigin. Es war ein Buch, welches erwärme das noch so kalte Herz. Und da habe ich mich entschieden für den ersten Teil der Fairyland-Reihe von Catherine M. Valenti. Es ist eigentlich eine Kinder-Fantasy-Reihe und ich fand die aber so niedlich, so zauberhaft, ja, putzig teilweise. Es waren so süße Ideen dahinter und ich bin ganz überrascht, dass ich das mag. Also ich bin ja doch vielleicht eher sonst derjenige, der, naja, Mord und Totschlag, also nicht im Thriller-Sinne, sondern mehr so im Elend-Sinne mag. Und das war einfach mal so was Positives zwischendurch, was ich vielleicht auch mal brauche und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Danach kam das Rotkäppchen. Es war ein Buch, das befand sich abseits dessen, was dem Leser üblich war, nämlich Spaceman. Das lag mal bei uns auf Arbeit herum, also so, das hat jemand, glaube ich, in den Pausenraum gestellt und offensichtlich ist das ein Thriller. Zugegeben, Cover hat mich erstmal interessiert und hinten drauf steht, finde ich auch eigentlich sehr schön, ich töte Männer und ich töte Frauen, denn ich will nicht diskriminierend erscheinen. Das klang irgendwie schon ganz gut, aber irgendwie war ich halt seitdem nicht wirklich in Thriller-Stimmung. Ich bin sehr selten heutzutage in Thriller-Stimmung, aber wenn es mal so weit sein wird, dann wird das wohl dieses Buch, weil es einfach schon herumsteht. Als nächstes dann Aschenputtel. Es war ein Buch, wo lief dem Leser das Blut bis zum Schuh. Ich bin mir nicht sicher, warum immer dieses Wo hier drin steht. Naja, ich war auch erst nicht sicher, was diese Frage bedeutet, aber Oh Why So Sad hat das wirklich wortwörtlich beantwortet. Ein Buch, in dem es halt blutig zugeht und da habe ich mich entschieden für Gerd Ledigs Vergeltung. Nicht unbedingt blutig jetzt in dem Sinne, dass es wirklich beschrieben wird, wie da irgendwas rumsplattert, aber es geht halt hier so viel zugrunde. Es behandelt einen Bombenangriff auf eine jetzt nicht näher definierte Stadt, deutsche Stadt während des Zweiten Weltkrieges. Und es wird viel gestorben, es ist einfach viel Elend, viel Grausames, teilweise unmenschlich. Manchmal versuchen manche auch so dagegen anzukämpfen und noch etwas Humanität zu zeigen, teilweise auch überhaupt nicht. Und ja, da liegen wir jetzt zwar nicht wortwörtlich im Blutlachen, dass er jetzt alles detailliert beschreibt, aber prinzipiell ging es da sehr blutig zu. Als sechstes dann das Däumelinchen. Es war ein Buch, welches war recht schmal, doch reich gefüllt. Und da habe ich mich für etwas entschieden, was ich noch nie in die Kamera gehalten habe und auch schon lange nicht mehr las, nämlich Kaltschweißattacken von Michaela Falkner. Ich weiß, dass es darum geht, dass jemand hier Mutter wird und keine Liebe zu seinem Kind entwickeln kann. Und das wird sehr speziell beschrieben, also es ist jetzt keine auktoriale Erzählweise von oben oder einfach deutlich formuliert, was vor sich geht, sondern sehr verworren. Also ihr könnt das vielleicht auch schon am Schriftbild sehen, teilweise sind es eher so Gedankenfetzen, es tendiert schon so ein bisschen ins Prosa-Gedicht manchmal. Es ist kein normaler Roman, aber ich habe das damals als sehr eindrücklich empfunden und ich denke, ich werde es auch nochmal wieder lesen. Es war jetzt auch nichts, was irgendwie behauptet, oh, Mutter sein ist schlecht, sondern es behandelt wirklich nur dieses eine Thema und das ging mir schon ganz schön nah. Wir machen weiter mit dem Mädchen mit dem Zündhölzern. Es war ein Buch, das ward verbrannt, um den Leser zu wärmen. Ich bin mir nicht sicher, ob es darum geht, jetzt ein schlechtes Buch zu verbrennen. Aber nee. Also Bücherverbrennungen machen wir bitte nicht. Ich würde nicht mal meinen Kampf verbrennen. Also ich meine, wenn es um mein Überleben geht, schon. Da würde ich jedes Buch verbrennen. Das ist mir schnulli. Da würde ich auch Paul Celan verbrennen. Aber grundsätzlich bitte keine Bücher verbrennen. Nächste Frage oder Aussage oder Buch. Da
Hase und Igel. Es war ein Buch, welches gewann den Leser mit seiner Ruhe und Tiefe. Und da möchte ich euch einen Liebling aus dem letzten Jahr zeigen, nämlich Der Schwimmer von Zsuzsa Bank. Das hat mir so gut gefallen. Es erzählt die Geschichte zweier Geschwister hauptsächlich in Ungarn in der Nachkriegszeit, nachdem ihre Mutter in den Westen floh und ihr Vater mit ihnen halt allein dasteht und damit auch nicht wirklich zurechtkommt, teilweise in Depressionen versinkt, was sie aber auch nicht wirklich verstehen. Den Begriff Depression haben sie noch nie gehört. Sie sagen dann immer, Vater geht schwimmen, er geht tauchen. Das finde ich eine ganz, ganz tolle Formulierung und diese Verbindung zwischen diesen zwei Geschwistern, wie das erzählt wurde und dass sie teilweise eher schon mitkriegen, dass irgendetwas passiert, aber noch nicht wirklich verstehen, was da die politischen Umwälzungen im Hintergrund sind. Das fand ich ganz, ganz toll dargestellt. Als nächstes gehen wir zu Rapunzel. Es war ein Buch, dem war der Wunsch, der Kampf der Freiheit zu inne. Der Wunsch, der Kampf der Freiheit zu inne. Ja. Und ich habe mich entschieden für Wir von Jewgeni Samjatin. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass im deutschsprachigen Bereich viel weniger Leute das hier lesen als halt 1984, obwohl es im englischsprachigen Bereich auch so ein bisschen bekannter ist und ja Inspiration für 1984 von George Orwell war. Und es ist auch kein perfektes Buch. Man merkt ihm manchmal ein bisschen dieses Alter an, aber ich fand das so, so toll, wie es beschrieben wird, dass es halt dieses Kollektiv gibt. Man denkt einfach nur noch in diesem Wir. Es gibt gar kein Individuum. Und ja, offensichtlich könnte ich denken, dass dann jemand eben ausbricht auf eine gewisse Art und Weise. Und mehr möchte ich noch nicht erzählen. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig, ist gefährlich und es geht aber halt um die Freiheit des Individuums. Als vorletztes dann Hänsel und Gretel. Es war ein Buch, welches führte den Leser in die Irre. Da habe ich mich mal wieder für etwas entschieden, was auch einfach ein wunderschönes Cover hat, was man immer wieder in die Kamera halten kann, nämlich Annihilation von Jeff Wandermere. Das ist der erste Teil einer Trilogie, in der es um die Area X geht. Ein mysteriöses Gebiet, in dem viele verschiedene komische Dinge geschehen und da werden Expeditionen hineingeschickt und wir wissen eigentlich genauso wenig wie unsere Protagonisten. Wir wissen nicht, was los ist, was hier passiert, warum diese Area X überhaupt aufgetaucht ist und ja, dementsprechend wandelt man dann ganz schön lange im Dunkeln. Aber ich fand das recht gut, auch wenn es mich so als Serie dann nicht so sehr überzeugen konnte wie dieser erste Teil. 11. Frage dann. Die Prinzessin auf der Erbse. Es war ein Buch, wo eine Sache oder ein Detail war unerträglich. Und da habe ich mich entschieden für ein Buch, was ich nicht mehr hier habe, nämlich dieses Eure Väter, wo sind sie? Und die Propheten, leben sie ewig von Dave Eggers. Und unerträglich war einfach der Protagonist. Ich habe eine ganz, ganz tiefe Abneigung gegen diesen Menschen und das hat mir tatsächlich auch das Buch so ein bisschen zunichte gemacht. Also ich habe trotzdem natürlich gesehen, was der Autor machen möchte und dass er gewisse Sachen ganz, ganz interessant anging. Ich mochte auch die Aufbauweise, dass es keine normale Erzählung war, sondern dass alles in Dialogen abläuft, in verschiedenen Baracken, in die er Leute entführt, denen er Fragen stellt. Aber das war so ein unerträglicher Mensch. Ich werde immer noch wütend, wenn ich dran denke. So. Und die letzte Frage, die habe ich mir nicht so ganz abfotografiert, aber ich weiß, dass es Frau Holle war und es ging darum, ein Buch, was schwierig zu lesen war und sich letzten Endes eben doch lohnte oder auch nicht, stand glaube ich dort. Und ich musste sofort an A Brief History of Seven Killings von Marlon James denken. Es war der letztjährige Gewinner des Man Booker Preises und das war einfach sehr, sehr anstrengend zu lesen. Einerseits durch den Slang, andererseits durch die ständige Gewalt, den Rassismus, durch den Umgang der Menschen miteinander, die brutal sind und das hat sich tatsächlich auch auf das Leseerlebnis übertragen. Also es war anstrengend zu lesen. Ja, sowohl wirklich den Slang als auch dann halt so psychisch oder zumindest so vom Inhalt her. Aber und ich war am Ende auch immer noch so ein bisschen hin und her gerissen. Hat es sich nun gelohnt? Also doch gelohnt schon, aber es war jetzt auch nicht mein Lieblingsbuch. Es war auf jeden Fall mal ein Erlebnis. So, und taggen möchte ich tatsächlich so ein paar Märchenliebhaber oder so in die Richtung. Da fällt mir als erstes Mimi Book ein und auch Steffi. Und zwar die Steffi von Steffis Bücherexpress, heißt du jetzt so. Ich werde es euch natürlich verlinken, wie genau ich meine. Es gibt ja mehrere Steffis, die hier rumrennen. Und mag sonst noch jemand Märchen? Mir fällt gerade niemand ein, deswegen bleibt es bei den beiden und ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.